verkennen konnte, war es so, dass ich einmal einen Anruf gehabt habe, eingeladen worden bin zu einem Erstgespräch. Dort ist mir dann die Möglichkeit gegeben worden, dass ich mal eine Mitreise mache, mir einfach einmal so einen Tag anschaue, wie schaut das wirklich aus im Außendienst. Da wird einfach einmal abgeklärt, was hast du für Vorgeschichte, was möchtest du gerne im Unternehmen Kellner und Kunst bewirken, ja? In was für Richtung möchtest du persönlich weiterentwickeln, wo siehst du in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Das ist super verlaufen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe mir gleich gedacht, ja, das war toll, wenn das was wird. Und das nächste war dann schon der Anruf, dass ich unterschreiben können kann, dass alles passt hat. Es wird beim Vorstellungsgespräch normalerweise gefragt, okay, warum und wieso und weshalb. Aber dass das erste Ansatz kommt, so, du hast jetzt einen Kugelschreiber, verkauf mir den bitte. Das habe ich sehr witzig gefunden, aber anscheinend habe ich es gut gemeistert. Ich hauche mir es einfach einmal an, ich will mich einfach einmal informieren. Ich war schon überzeugt, dass es mir taugt, dass das Richtige sein könnte, weil verkaufen, als Grafikerin muss da die Sache verkaufen und da ist es genauso. Und ich habe mir gedacht, das wird was. Ich habe mich eigentlich auf der Homepage von Kellner & Kunz einmal informiert, wie groß ist die Firma, seit wann gibt es die Firma und wo ist sie überall, also in welchem Bundesland, in welchen Ländern, wo ist sie überall vertreten. Und mit dem bin ich eigentlich hingegangen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, das bin ich. Ich will so authentisch wie möglich rüberkommen, selbstbewusst. Und das dürfte geklappt haben.